So, hallo, mein Name ist Lars Lese und das ist meine Traumelf, mit der ich zumindest mal zusammengespielt habe. Da haben wir zum einen im Tor Dirk Hein, der war damals besser als ich, deswegen gehört er auch in die Traumelf. Ein guter Torwart, ganz fantastischer Junge und nebenbei ist seine Frau noch Patentante von meinem Kind. Dann in der Innenverteidigung Aleš Križan, slowenischer Nationalspieler. Dann Jens Nowotny, damals Bayer Leverkusen, auch Nationalspieler gewesen, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen. Arjan Moses, ja, ein typisch englischer rechter Viererkettenspieler, rauf und runter gelaufen, bis der Arzt kam. Darren Barnard, walisischer Nationalspieler, auch damals in Barnsley mit zusammengespielt, torgefährlicher Linksverteidiger. Mit Eric Tinkler auf der 6, südafrikanischer Nationalspieler, auch ein gutes Barbecue macht er als Südafrikaner, war man ein paar Mal eingeladen zu der Zeit. Ja, Dirk Lottner, zu der Zeit vom FC, eine kölsche Ikone. Braucht man, glaube ich, auch nicht viel sagen. Ist ja in Köln fast ein Denkmal. Rechts Hans-Peter Lehnhoff, einfach weil es ein unfassbar feiner Junge ist. Auch Kölner Vergangenheit hat und damals war in meiner ersten Station als Profi ein toller Ansprechpartner, weil er sehr hilfsbereit war. Ashley Ward, eine Verpflichtung, die wir in England getätigt hatten, nachdem es nicht so gut gelaufen ist am Anfang, der nahezu in jedem Spiel getroffen hat. Damals schon 8 Millionen Pfund Ablöse, also vor 15 Jahren war das schon ein Brett Geld. Und vorne ja im Prinzip zwei Legenden, zwar nicht zwingend für die Kölner, aber generell Legenden. Zum einen Rudi Völler, eine Ehre, mit ihm mal auf dem Platz gestanden zu haben. Und auch Ulf Kirsten, einen der erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen, die man je gehabt hat, vorm Tor, ein absoluter Killer. Und somit hat er, glaube ich, nach meinem Geschmack jeder seine Berechtigung in dieser Elf stehen zu dürfen.